vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spartanburg. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen, sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte... Es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark VI, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu... Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns, das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keyes, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren.
Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation, die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Kairo. Feuer auf dieses Schott! Sobald diese Tür aufgezeigt, ziehen! Angegriffen. Information. Eindringlinge in Abschnitt 7. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt?
Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Truppen im Backbord Mapdeck. Feuerdienst einbringen in Abschnitt 2. Verlassen die Athen! Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Na los, Chief, hier lang! Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Feuerteam zum Terminal 2.
verstecken? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Alarm. Eindringlinge im Bankbau trocken sein. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. Die Bombe ist genau hier. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die Ember glatt. Transporterschild ausgefallen, bin in Position, bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe und nicht allein. Sir, Erlaubnis, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Erlaubnis erteilt.
Ich weiß, was Sie denken. Das ist verrückt. Gut, bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Was, wenn sie scheitern? Wehr dich nicht. Fliegt er ziemlich gut. Chief, rein da, fertig machen. Der Kampf geht auf dem Planeten weiter.